und herzlich willkommen zur mittlerweile dritten Lektion. In den ersten beiden Lektionen haben wir uns ja durch den Raum bewegt, in dem wir hauptsächlich halbe Schritte verwendet haben. Also der vordere, der rechte Fuß blieb immer der gleiche. Klar, wir haben da schon leichte Abwandlungen von geübt, indem wir beispielsweise zurückgesprungen sind. Ein schnellerer Rückzug, ein sogenannter Salto. Und wir haben auch schon geübt, wie wir den vorderen Fuß nur zurückziehen, um dann beispielsweise mit einem Ausfall zu kontern. Und dieses Zurückziehen heißt beispielsweise Cavalcata. So, jetzt kann man sich aber auch auf viel mehr Arten durch den Raum bewegen. Und gerade wenn wir so nützliche Winkel im Schwertkampf zum Gegner eröffnen wollen, wir haben uns ja schon auch viel horizontal bewegt, dann ist es ja auch mal ganz nützlich, den linken Fuß nach vorne zu setzen. Und dieser ganze Schritt, den wir so machen, also das Passieren des hinteren Fußes nach vorne, ist ein sogenannter Passata. Und im Prinzip all unsere Schläge, die wir schon kennen, aber auch unsere Stiche, können auch mit so diesen Passata oder Passati, in dem Fall Plural, ausgeführt werden. Die Positionen, die wir dann aber erreichen, heißen zum Teil etwas anders. Also, gehen wir mal wieder von Guardia Alta aus und schlagen jetzt ein Mandrito Fendente als Colpo Entero, also als ganzen Schlag, nach unten links, aber gehen jetzt mit dem linken Fuß nach vorne. Dann landen wir ja hier in einer Position, die eigentlich relativ ähnlich ist zu Porta di Ferro Larga. Und in der Tat, das schützt ja immer noch unsere linke Seite, genau wie Porta di Ferro. Sie wird aber jetzt ein bisschen anders benannt. Und zwar sind diese Positionen auf der linken Seite, wo mein linkes Bein vorne ist, sind Cinghiare Porta di Ferro. Cinghiare ist der Eber oder also das männliche Wildschwein und verbindet hier Positionen, die historisch irgendwie mittlerweile scheinbar zusammengewachsen sind. Also Cinghiare Porta di Ferro, genauer gesagt Cinghiare Porta di Ferro Lager hier, unterscheidet sich von Porta di Ferro Lager nur dadurch, dass hier das linke Bein vorne ist. Ganz wichtig, wenn der Schlag von rechts kommt, obwohl das linke Bein nach vorne geht, ist es dennoch die rechte Hüfte nach vorne zu schieben. Die Hüfte unterstützt unsere Schulter und damit im Prinzip die Art, wie wir diesem Schlag Kraft verleihen. Und da unterstützt uns natürlich auch darin, dass wir hier immer noch Reichweite bekommen. Drehe ich meine Hüfte nicht nach vorne, habe ich viel geringere Reichweite, als wenn ich hier nach vorne schiebe. Der Fuß geht etwas auf, man spricht auch mit dem, man setzt den Fuß auf die Diagonale und so gewinne ich hier sowohl Reichweite als auch Power. So, diese Position, Cinghiare Porta di Ferro, gibt es natürlich nicht nur in der Larga-Variante, sondern wenn ich einen Mezzo Mandrito schlage und den linken Fuß nach vorne setze, komme ich auch in Cinghiare Porta di Ferro Stretta. Also hier folgen diese ganzen Positionen eben dieser Logik. Larga, Schwert zeigt nach unten zum Boden. Stretta, das Schwert zeigt auf den Gegner. Horizontal, aber auch vertikal ist das Schwert hier immer noch an meiner linken Körperseite, auf Hüfthöhe. Und wenn ich jetzt einen Reverso schlagen möchte und das linke Bein nach vorne nehme, dann geht das natürlich auch und wir kommen in eine Position, die ja eher coda longa ist. Also Porta di Ferro deckt unsere linke Seite, coda longa deckt unsere rechte Seite. So war hier, wenn hier der rechte Fuß vorne ist, dann sind wir ja in coda longa stretta. Wenn der linke Fuß hier vorne ist, heißt diese Position allerdings coda longa alta. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn alta heißt ja normalerweise hoch, wie guardia alta.
Und in der Tat, auf der anderen Seite, auf der linken Seite, gibt es auch die Position Porta di Ferro Larga, Stretta und Alta. Einfach weil die Hand tatsächlich ein bisschen höher ist, nämlich auf Höhe des Brustbeines vertikal, horizontal immer noch auf der Hüfthöhe meiner, also an meiner linken Hüftseite. Und genauso, wenn ich im Chinyare Porta di Ferro bin, gibt es hier Larga, Stretta und Alta. Der Clou ist, bei Cola Longa unterscheidet sich Cola Longa Stretta und Alta nur dadurch, welcher Fuß vorne steht. Die Höhe der Hand ist hier nicht nochmal genauer beschrieben. Soll die Hand hier hoch sein, wird meistens eben von Guardia d'Entrare gesprochen. Und jetzt muss man sich fragen, okay, die Position, die Guardias verlassen hier so ein bisschen ihre innere Logik. Und auch Giovanni della Gocchia schreibt darüber kurz in seinem Buch, dass man diese Position, diese Guardias ja auch anders benennen könnte. Aber er entscheidet sich dann eben bewusst dagegen, weil ihm klar ist, dass diese Position, die Guardias, schon seit Jahrhunderten von Jahren irgendwie im Umlauf sind, in dem einen oder anderen Schwertkampfsystem. Und die Menschen in seiner Zeit kennen diese Position eben genau bei diesen Namen. Und dementsprechend sagt er, es wäre eine brotlose Kunst, die jetzt umzubenennen und würde nur unnötig Arbeit machen. Aber er entscheidet sich bewusst für diese historisch geborenen Namen und so ein bisschen Quirkiness gibt dem Ganzen doch auch ein bisschen Charme. Also müssen wir damit klarkommen. Also, wenn wir einen Reverso schlagen, der rechte Fuß vorne ist, sind wir hier in Cola Longa Stretta. Wenn wir diesen gleichen Mezzo-Reverso schlagen und der linke Fuß vorne ist, sind wir im Cola Longa Alta. Und jetzt wird es noch lustiger, denn wir kennen ja auch Cola Longa Larga. Und die gleiche Position mit dem linken Fuß vorne ist immer noch Cola Longa Larga. Hier wird also sprachlich überhaupt kein Unterschied gemacht. Dann steht einfach im Text dazu extra nochmal, ist der linke Fuß vorne, ist der rechte Fuß vorne. Aber diese Position ist immer noch Cola Longa Larga. Und das gilt für einige andere Positionen auch. Beispielsweise für Guardia Alta macht es keinen Unterschied, ob der rechte oder der linke Fuß vorne ist. Für Guardia d'Entrare ebenso nicht, ob der rechte oder linke Fuß vorne ist. Und Guardia di Faccia genau das gleiche. Wichtig ist, wie gesagt, sich immer nur daran zu erinnern, kommt der Schlag von rechts, rotiert die rechte Hüfte nach vorne, genauso bei den Stichen, unabhängig davon, ob jetzt mein linker Fuß vorne ist. Die rechte Hüfte geht vor, das linke Bein macht dann einfach ein bisschen auf, geht auf die Diagonale und erlaubt mir eben, diese Reichweite trotzdem auszunutzen. Weil wir denken daran wirklich, das linke Bein nach vorne zu setzen, dient vor allem dazu, uns im Raum besser zu positionieren zum Gegner. Dennoch sollte bei beispielsweise jetzt Guardia d'Entrare, in der ich gerade bin, meine Flanke auf den Gegner zuzeigen, um eben mein Ziel auch noch zu minimieren. Okay? Also, das ist eine ganze Menge, deswegen gehen wir das alles jetzt einmal Stück für Stück durch. Nochmal. Also, dieser ganze Schritt, den wir gerade machen, ist immer ein Passata. Ja, und das ist immer das, wenn unser vorderer Fuß wechselt. Also sowohl, wenn der linke von hinten nach vorne geht, aber auch wenn der rechte von hinten nach vorne geht. Dann haben wir Guardia Alta. Gibt es mit dem rechten Fuß vorne oder mit dem linken Fuß vorne. Wir kennen Porta di Ferro Larga, Porta di Ferro Stretta und Porta di Ferro Alta. Wir kennen Cinghiare Porta di Ferro Larga, Cinghiare Porta di Ferro Stretta und Cinghiare Porta di Ferro Alta. Wir kennen mit dem rechten Bein vorne Cola Longa Larga. Diese Position kann genauso gut mit dem linken Bein vorne geformt werden. Wir kennen Cola Longa Stretta, rechtes Bein ist vorne und Cola Longa Alta, linkes Bein ist vorne. Und wir kennen Guardia di Faccia mit rechts oder mit links
und Guardia d'entrare mit rechts oder mit links. Gut, das ist eine ganze Menge zu üben. Ich bin sicher, wir kriegen gleich ein bisschen witzige Fußarbeit zusammen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der anstehenden Übung. Willkommen zur Übung zur dritten Lektion. Wir fangen an mit einer Variante unseres Schleifenschlagdrills. Das heißt, wir zeichnen hier eine Schleife vor uns. Erstmal ohne Fußarbeit. Das war ein Mandrito Fendente, gefolgt von einem Falso Manco, einem Roverso und einem Falso Dritto. Ja, dann haben wir hier so eine Schleife vor uns gezeichnet und alterniert zwischen Porta di Ferro Larga und Coda Longa Larga. So, das konnten wir natürlich auch mit halben Schlägen machen, mit Mezzi Colpi. Dann war es hier Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Stretta. Und jetzt möchten wir ganze Schritte hier zwischen machen. Bisher haben wir immer halbe Schritte in diesem Dreh gemacht. Jetzt einmal ganze Schritte, also Passate. Und wir fangen erstmal leicht an. Und zwar, wenn der Schlag von rechts kommt, dann soll auch das rechte Bein nach vorne gehen. Gut, dazu starten wir in Guardia Alta. Jetzt mal mit dem linken Bein vorne. Und von hier aus schlagen wir ein Mandrito Fendente und landen in Porta di Ferro Larga. Soweit so gut. Jetzt ziehen wir auf mit einem Falso Manco und gehen nach links. Wir landen wieder in Coda Longa Larga, aber jetzt mit dem linken Bein vorne. Coda Longa Larga ist nicht nochmal spezifiziert, ob hier das linke oder das rechte Bein vorne ist. Und hier können wir schön zwischen diesen Positionen erstmal fließen und ein Gefühl dafür kriegen, wie es sich anfühlt, wenn Hüfte und Schulter dem Schlag zusammen Kraft geben. Denn ganz automatisch, wenn der rechte Fuß nach vorne geht, möchte die rechte Seite meiner Hüfte natürlich folgen. Das heißt, es ist hier relativ einfach zu erlernen, dem Schlag, der von rechts kommt, hier auch eine gewisse Power zu geben. Genauso, wenn der Schlag von links kommt und mein linkes Bein vorne geht, automatisch wird sich die linke Hüfte nach vorne bewegen. Das ist also relativ einfach zu erlernen und wahrscheinlich auch die gebräuchlichste Variante von ganzen Schritten im Schwertkampf. Aber es läuft nicht immer alles nach Plan. Und manchmal muss die Fußarbeit ein bisschen unabhängiger sein von dem, was tatsächlich das Schwert macht. Also es kann sein, obwohl ich einen Schlag von rechts schlage, dass ich trotzdem gerne nach links gehen möchte. Und dafür ist ein Schritt nach links natürlich der direkteste Weg. Also, wie machen wir das? Wir gehen wieder in Guardia Alta mit dem rechten Fuß vorne oder einfach Beine dicht zusammen. Und jetzt schlagen wir einen Mandrito und gehen mit dem linken Fuß vor. Und der Trick ist, diesen Fuß etwas diagonal zu setzen. Also nicht gerade nach vorne, sondern wir gehen etwas zur Seite. Und hier ist es dann deutlich leichter, trotzdem diese rechte Hüfte nach vorne zu bringen und diesen Schlag Kraft zu geben. Also zack. Und jetzt sind wir in Cinghiaro Porta di Ferro Larga. Und auch von hier können wir natürlich mit einem Falso Manco aufziehen und jetzt ein Reverso Fendente schlagen und landen dann in Coda Longa Larga. Jetzt aber mit dem rechten Fuß vorne. Und natürlich geht auch das hier sowohl vorwärts als auch rückwärts. Rückwärts, gebe ich zu, ist nochmal deutlich schwieriger, dann nicht wieder in diese Variante reinzukommen, in der wir auch gerade waren. Aber denkt einfach daran, dass der vordere Fuß einfach eher nach außen zeigen muss. Und dann kommt ihr da eigentlich ganz gut rein in diese Hüftdrehung. Vielleicht nochmal von der Seite. Also wenn ich hier in Guardia Alta bin, dann möchte ich unbedingt, dass hier trotzdem am Ende meine rechte Körperseite vorne ist, um diese Reichweite auch zu haben. Habe ich das nicht, zack, verkürze ich meine Reichweite. Ich gebe meinem Gegner das ganze, sozusagen die ganze Fläche meines Oberkörpers als Ziel.
ich arbeite hier im Prinzip gegen meinen eigenen Körper nicht gut. Ja, wir wollen den ganzen Körper hier zur Unterstützung haben für unsere Schläge. Gut, das Ganze geht natürlich auch mit halben Schlägen. Also erstmal wieder quasi im Gleichtakt. Schlag kommt von rechts. Schritt kommt von rechts, also rechter Fuß geht nach vorne. Mit halben. Das sollte relativ einfach sein. Wir alternieren hier zwischen Porta di Ferro Stretta und Coda Longa Alta. Und genau gegengetaktet geht das natürlich auch. Also, wir gehen mit dem linken Fuß nach vorne. Ne, denkt dran, schön auf die Diagonale setzen oder auch nach außen zeigend. Wir landen in Chinghiare, Porta di Ferro Stretta. Und auf der anderen Seite landen wir jetzt in Coda Longa Stretta. Schon eine ganze Weile üben und ist auch definitiv nützlich, um einfach ein bisschen Kontrolle über seinen Ober- und Unterkörper zurückzugewinnen. Ja, ob die Bewegungen gleichgerichtet sein können oder gegengerichtet. Ja, wir können ja also auch zwischendrin einfach mal wechseln. Das ist auch eine schöne Übung, dass wir jetzt einfach zack. Jetzt lasse ich das Teil so und gehe jetzt so zurück, bin ich gleichgerichtet und jetzt gegengerichtet, dass wir hier einfach die Kontrolle selber haben, zwischen dem einen oder anderen zu wechseln und trotzdem immer unsere Hüfte mitnehmen, um unseren Körper zu unterstützen. Okay? Das Ganze kann natürlich auch, könnt ihr auch einfach auf der Stelle machen. Das, was wir am ganz Anfang gemacht haben, da dreht einfach nur der vordere Fuß. Und das geht natürlich auch mit dem linken Fuß vorne. Zack. Also wenn ihr die Übung erstmal aufbauen wollt, dann gerne auch nochmal mit diesen Isolationsübungen. Gut. So. Und jetzt wollen wir das Ganze natürlich langsam wieder interaktiver machen. Und dazu fangen wir erstmal wieder an mit so einem Roverso Mandrito Drill, also ich gebe euch abwechselnd in die Reihenfolge Schläge von links und von rechts. Und das erste, was ihr macht, ist im Prinzip, wenn ich einen Mandrito schlage, der Schlag also für euch von rechts kommt, dann geht ihr weg von diesem Schlag und macht selber einen Mandrito. Ja, genau im Prinzip die letzten Wochen auch gemacht haben, nur dass immer der rechte Fuß hier vorne war. Nach rechts ändert sich also auch tatsächlich gar nichts. Und von hier aus können wir beispielsweise Ripost in Guardia di Faccia und vielleicht ein Salto zurück. Der tatsächliche Unterschied ist, wenn der Schlag von links kommt, ein Roverso, dann schlagen wir auch ein Roverso, landen jetzt aber mit dem linken Fuß vorne in Coda Longa Alta, Ripost in Guardia d'Entrare. Wir sind hier, linke Hüfte ist vorne, Guardia d'Entrare, die rechte Hüfte ist wieder vorne. Und dann auch hier wieder ein Salto zurück in Coda Longa Alta. Wir machen das erstmal wieder isoliert. Also Schlag dreimal kommt von rechts. Ihr macht ein Mandrito in Porta di Ferro Stretta, Ripost, Guardia di Faccia und kleiner Sprung zurück, ein Salto. Dann machen wir das dreimal. Parieren, Stich und zurück. Mezzo Mandrito, Stoccata und Salto zurück. Und noch einmal. Gut, wie gesagt, das sollte noch relativ euch bekannt vorkommen. Schauen wir uns jetzt von der anderen Seite an. Ich mache den Reverso, ihr geht nach links, während ihr auch einen Mezzo Reverso startet. Stecht dann in Guardia d'Entrare mit dem linken Bein vorne und bewegt euch dann auch wieder mit einem Salto zurück. Okay, machen wir das dreimal.
Mezzo Reverso, Stich in Guardia Ventrale und zurückspringen. Mal. Und noch einmal. Mezzo Reverso, Stoccata, Salto. Gut, dann jetzt abwechselnd von links und von rechts und hier reagiert auf meine Schläge. Bereit? Wir fangen entspannt an. Sehr schön. Achtet schön darauf, dass ihr eure Hüfte mitnehmt. Lächeln nicht vergessen, es soll euch Spaß machen. Gut, dann passt das erstmal. Und jetzt wollen wir einfach auch zu einem Übungszweck unseren anderen Schlag noch dazu nehmen. Wie soll das aussehen? Naja, unsere Parade grundsätzlich bleibt erstmal die gleiche. Ne? Wenn der Schlag für uns von links kommt, der Gegner also ein Mandrito schlägt, gehen wir weg davon und schlagen selbst unseren Mandrito als Parade. Jetzt wissen wir ja, wenn das andere Schwert hier ist, sollte hier ein offener Raum sein. Das heißt, klar, wir könnten stechen, aber vielleicht sind wir manchmal schon relativ nah dran. Oder wir empfinden, dass hier schon sehr viel Druck zur Seite gibt. Dann ist es manchmal keine schlechte Idee, diesen Druck, der nicht auf uns gerichtet ist, einfach zu lösen und selber einen Reverso zu schlagen. Ne? Wir sind ja hier mit der linken Hüfte aufgeladen, nachdem wir den Mandrito geworfen haben. Perfekte Situation also, um einen schnellen Reverso zum Gesicht zu machen und dann direkt wieder zurückzugehen. Also wie sieht das insgesamt aus? Wir schlagen den Mezzo Mandrito. Vielleicht brauchen wir nicht mal Fußarbeit, lassen wir die vielleicht erstmal sogar weg. Schlagen den Reverso in Coda Longa Stretta und gehen dann wieder zurück. Also Parade, Ripost und Abzug. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Wir schlagen den Reverso oder Roverso, je nach Schreibweise, in Coda Longa Alta. Hier ist jetzt was offen. Das andere Schwert ist hoffentlich, haben wir pariert, ist also noch auf dieser Seite. Wir können ein Mandrito schlagen in Cignara Porta di Ferro Stretta. Und dann direkt abziehen. Ja, jeder Mandrito lädt ein Reverso auf und jeder Reverso lädt ein Mandrito auf. Also können wir quasi so eine schnelle Dreierkombination machen. 1, 2, 3. Oder auf der anderen Seite 1, 2, 3. Und das ist wirklich die Hüfte und die Beine, die dem Ganzen auch die Power und die Schnelligkeit geben, die ihr braucht, um euren Gegner tatsächlich zu verletzen. Und den Schlag dann wieder abzuwehren. Und damit die Sache ein bisschen interessanter ist, machen wir diesen letzten Schlag, führen wir als Colpo Entero aus. Also es ist Parade, Ripost und das Schwert ist ja vielleicht immer noch hier. Wir sind relativ schnell von der Parade hier reingegangen. Und jetzt schlagen wir dieses Schwert, während wir zurückgehen nach unten und sind jetzt hoffentlich auch wieder völlig aus der Reichweite unseres Gegners raus. Auf der anderen Seite gleiches Spiel. Reverso als Mezzo Colpo, Mandrito und ein Roverso.
und wir landen in Kodalonga Lager. Gut, dann machen wir das erstmal dreimal isoliert. Ich gebe euch erstmal drei Mandriti und dann drei Ruersi. Also, fangen wir an. Erster Mandrito. Ihr schlagt selbst den Mandrito, der das Teil hier blockt. Hier ist frei, schlagt hier rein. Und jetzt geht ihr zurück und schlagt mein Schwert nochmal mit einem eigenen Mandrito Fendente nach unten. Nochmal. Geblockt, Gegenangriff und zack. Riposte, zack. Und das gleiche geht auf der anderen Seite. Also ich schlage einen Reverso, ihr schlagt einen Reverso und geht in diese Richtung. Hier ist offener Raum, hier könnt ihr reinschlagen. Und jetzt beim Zurückgehen schlagt ihr wieder selber einen Reverso, der mein Schwert hier klärt. Nochmal. Zack, Riposte und weg mit dem Schwert. Zack, Post. Gut, dann abwechselnd. Bereit? Auf geht's. Ach, ich glaube, das Lockerlassen, das sieht nicht ganz so gut aus, wenn ihr nicht tatsächlich draufhaut. Ich versuche euch mal Schläge auch aus anderen Positionen zu geben. Denn, wie gesagt, diese interaktiven Drills sind vor allem ein Training für euren Kopf. Ja, ihr lernt zu sehen, wie die verschiedenen Schläge aus den Positionen aussehen können. Stück für Stück puzzelt euer Kopf diese Bilder zusammen und ihr lernt zu antizipieren, wohin der Schlag letztendlich gehen wird. Ja, reagiert hier bei diesen Schlägen auch wirklich erst auf den Schlag, wenn ich auf euch zugehe. Und alles andere ist eigentlich nur eine Finte. Das ist ja noch außerhalb der Reichweite, das heißt außerhalb des Kontaktes zwischen uns. Das heißt, man braucht da nicht groß drauf reagieren. Manche dieser Angriffe könnten natürlich dazu geeignet sein, euer Schwert schon irgendwie zu berühren, wegzuschlagen, das kriegen wir dann alles noch in späteren Lektionen. Das kommt natürlich auf die Distanz an. Und das ist jetzt relativ schwierig, in so einem Solo-Kurs hier ohne Kontakt tatsächlich zu lernen. Aber da gibt es viele schöne Sachen. Und natürlich kann man diese unnötigen Bewegungen, die ich hier gerade mache, hier einfach nur rumwirbel, könnte man auch einfach ausnutzen, indem man mir ins Gesicht sticht. Gar kein Problem. Gut, das soll soweit reichen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Ansonsten sehen wir uns zur Lektion 4 dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund.